electronic devices damage becomes overheated. Hotel angekommen und guck mal, ich kann von meinem Zimmer, guck mal, Achtung, das sieht mich jetzt nicht, aber ich kann das Empire State Building sehen. Tada! Ultra weit weg. Ich zoome mal ran. Da ist es. Da. Okay, näher geht nicht. Hello, guten Morgen aus New York. Ja, es ist jetzt 6 Uhr. Und ich bin seit um 3 wach. Es war ja so, so klar. Jetlag lässt grüßen. Und es war ein Sturm heute Nacht. Es hat heute so gewittert. Und ja, ich bin erstmal von dem Gewitter aufgewacht und dann hat der Jetlag sein Übriges dazu getan. Yay! Und seitdem bin ich wach. Wup, wup. So, deswegen werde ich jetzt auch gleich mit meiner Kollegin frühstücken gehen. Ab 6.30 Uhr gibt es nämlich Frühstück und das ist natürlich echt super. Witzigerweise ist sie schon seit einer Woche hier und auch um 3 schon wach gewesen. Glück für mich, jetzt muss ich nicht alleine frühstücken. Aber ich hoffe doch, dass ich in ein paar Tagen dann doch in die Zeit kommen werde. Ja, das Wetter ist echt extrem doof heute. Immer noch Regen und grau und so. Guck mal bitte. Bäh. Die Aussicht aus dem Zimmer ist jetzt auch nicht die allertollste. Aber da ist das Empire State Building ganz dahinter. Ich habe es euch heute Nacht ja schon gezeigt. Ja, das ist so die Aussicht. Ja, yeah, und hier ist Dreck am Fenster. Wow. Hammer. Ich zeige euch mein Zimmer. Ich weiß nicht, wenn ihr mir schon länger folgt, dann kennt ihr das schon, denn ich war hier schon mal in diesem Hotel. Damals, als ich im Musical Cats war, mit meiner Kollegin. So, hier ist mein Koffer. Ich finde es immer super, wenn man 2 Betten hat, dann darf ein Bett vom Koffer belegt werden. Dann muss ich mich nicht mal so bücken. So, und ansonsten ist hier das Badezimmer. Also, die Amerikaner haben echt seltsam niedrige Badewannen. Jetzt mal ganz ehrlich, wer soll hier drin baden? Also wenn ich mich da reinlege, guckt die Hälfte raus. Ich kann nicht so drin liegen, dass ich komplett vom Wasser bedeckt bin. Ja, so, da. Hello. So. Sonst gibt es zu diesem Zimmer eigentlich nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit fürs Frühstück. I don't know what it is about American bacon. It's very good. I love it, it's so crispy. Mm-hmm. Hello! Heute ist Tag 2 in New York. Gestern haben wir nicht viel gemacht. Wir waren nur auf dem Flieger und haben ein bisschen was gearbeitet. Wir haben Geschirr gespült, weil das vom Caterer leider sehr, sehr schmutzig zurückkam. Echt ein bisschen enttäuschend. Und deswegen haben wir dann gestern noch Geschirr gespült. Ja, und heute ziehen wir um. Meine Sachen sind schon gepackt. Wir ziehen jetzt um ins Hyatt Regency. In diesem Hotel waren wir schon öfter. Das ist am Exchange Place in Jersey City. Und das ist genau gegenüber vom World Trade Center. Und ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Hotel. Ich freue mich riesig darauf. Die Lage ist einfach unschlagbar. Man fährt einfach mit dem Path Train unterm Hudson durch und ist sofort in Manhattan. Richtig, richtig cool. Und das heißt, heute geht es dann auch endlich in die Stadt. Gestern war das Wetter eh nicht so schön. Es hat den ganzen Tag irgendwie geregnet und war trotzdem aber richtig heiß. Also ehrlich gesagt war es richtig schwül. Irgendwie wie in Südostasien. Also so ein bisschen wie in Thailand oder so. So einfach sehr schwül, sehr feucht und sehr heiß. Und heute sind 34 Grad, strahlender Sonnenschein und es wird die nächsten Tage auch sogar noch heißer werden. Deswegen Sommerkleidchen-Alarm und los geht's! Leute, wir sind im neuen Hotel im Hyatt Regency und ich habe nach einem Zimmer mit Blick aufs Empire State Building gefragt und tada! Da ist es! Yay! Oh mein Gott, die Aussicht ist einfach so, so schön. In echt sieht das natürlich viel, viel näher aus. Ungefähr so. Und hier unten ist das Wasser. Hier ist auch noch ein Weg, da kann man ums Hotel rumspazieren. Oh mein Gott, Leute, es ist so, so, so mega schön. Ich glaube, ich hatte noch nie ein cooleres Zimmer. Vor allem, normalerweise habe ich hier immer 2 Betten. Und diesmal... nur eins. Ein großes Bett. Geil. Geil. Ein schönes großes Bett.
Den Rest des Zimmers kennt ihr wahrscheinlich schon, weil es sieht eigentlich hier immer alles gleich aus. Und hier ist das Badezimmer. Schauen wir mal. Klo. Und mal wieder eine ultraniedrige Badewanne. Ja. Also same, same wie das letzte Mal. Ist das Dreck oder? Nee, ist nur abgeschürft. Okay. Tada! Erstmal kurz in den Schrank checken hier, ob sich da jemand drin versteckt. Nein, alles leer. Gut. Juhu! Oh mein Gott, es ist so schön! 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 Ich muss es nochmal zeigen. Wie schön ist es bitte? Leute, das Wetter ist so schön. Ach Gott. Und Manhattan ist so nah. Was macht der denn da? Der Mann? Achtung, der Typ da gerade, der hat da gerade was reingeworfen. Der hat da so ein Netz reingeworfen. Fischt der damit oder was? Achtung, was hat er da jetzt drin? Der lässt es jetzt. Und er geht weg. Strange. Die Lage von diesem Hotel ist unschlagbar. Es ist zwar nicht Manhattan, aber dafür ist es ziemlich ruhig und man ist einfach so schnell drüben in Manhattan. Wir treffen uns jetzt gleich in der Lobby und dann fahren wir mit der Fähre rüber. Das ist einfach so schön. Ich finde es immer voll das Highlight, mit der Fähre rüber zu fahren. Und es kostet nicht viel mehr wie mit dem Path Train. Ich glaube, der Path Train, der unterm Hudson durchfährt, kostet, lass mich nicht lügen, 3,50 oder so. Und das Boot kostet irgendwie 4 oder 5 Dollar. Also es ist echt okay und die Aussicht ist der Hammer. Oh, ich freue mich so. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich war auf der ganzen Fahrt hierher. Das ging jetzt ungefähr eine Stunde. Wir haben jetzt echt eine Stunde gebraucht, obwohl es nicht weit ist. Aber es war einfach so viel Traffic. Also echt unglaublich. Ich war so aufgeregt die ganze Fahrt über. So voll aufgekratzt. Okay, ihr merkt schon. Ich muss jetzt dringend rüber nach Manhattan. Aber ich finde auch diese Aussicht einfach so schön. Das Empire State Building. Und daneben dieser komische Turm. Dieser komische, eckige Turm. Ich meine den da. Das da. Seht ihr das? So strange. We run away. So let us up when we're low. Just chase the waves. We'll make it up as we go. If you're heavy, I'll show you. Just go ahead, go and catch me, baby. Go.